Wir sind in der Nähe von Frankfurt. Hier ist Bastian, grüß dich, von Ahorn Camp. Ja, die Niederlassung Frankfurt haben wir noch nicht besucht. Ihr habt es aber richtig schön hier. Ja, absolut. Ja, grüß dich erstmal. Die Kollegin, die ist hier schwer am Filmen, die macht Social Media. Ich grüße auch dich ganz herzlich. Auch dich werden wir gleich mal kurz ansprechen. Social Media wird immer wichtiger, oder? Das ist richtig, ja. Was ist deine Aufgabe? Meine Aufgabe ist es, schöne Impressionen aufzunehmen, das Leben hier einfach festzuhalten und was alltäglich auch so passiert, den Kunden einfach mitzunehmen, was wir für tolle Wohnmobile verkaufen. Ja, ihr habt doch hier eine Servicestation, oder? Das ist richtig, ja. So, sehr schön. Du bist schon lange bei Ahorn? 3 Monate. 3 Monate. Genau. Was hat dich bewogen? Das Team. In das Team habe ich mich sofort verliebt und bin total gerne auf der Arbeit. Super nett. Wir haben uns, glaube ich, schon gesehen in Stuttgart. Kann das ist richtig, ja. Okay, einen Tag warst du da. Wir gehen mal rein. Ihr habt einen riesen Showroom. Der hat eine große Höhe. Das heißt, du kannst die Fahrzeuge ganz toll präsentieren, auch wenn es mal regnet. Absolut, ja. Ist ein Riesenvorteil. Einmal klimatisiert und auch geheizt. Ist das noch Frankfurt hier? Dietzenbach. Dietzenbach. Kreis Offenbach. Aber es sind genau 10 Minuten oder eine Viertelstunde vom Flughafen. Gut, Frankfurt-Hahn ist ja auch noch Frankfurt. Hier ist wirklich nah dran. Ja. 15 Minuten vom Flughafen. Genau, exakt. Ja. Kommen Leute mit dem Flugzeug schon mal her? Ja, für die Vermietung, ja. Absolut. Sehr schön. Und wenn du reinkommst, ihr habt alles komplett renoviert hier drin. Also wirklich, also von der Pike auf. Was war hier vorher mal drin, weißt du es? Ein Autohändler, der hat Leasingrückläufer gemacht. Ja. Und dann, wir mussten natürlich auch einen Platz finden, wo wir dementsprechend eine schöne Deckenhöhe haben. Und die Wohnmobile sind jetzt auch nicht die kleinsten. Das heißt, dementsprechend auch einen großen Showroom zu finden. War nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Ja. Ist nicht einfach hier in der Gegend Frankfurt, oder? Nee, absolut nicht, ja. Die Voraussetzung ist schön warm hier drin, das fällt mir direkt mal auf. Also die Leute haben es gut, hier gibt es so eine kleine Ecke, da kannst du dich hinsetzen. Ihr habt eine große Küche, das heißt auch hier gibt es mal einen Kaffee. Und das ist unser Dreh- und Angelpunkt, auch für Kunden. Das ist einen leckeren Espresso, gibt es immer, oder Cappuccino. Ja, das ist eine Wohlfühloase und wie gesagt, der Dreh- und Angelpunkt bei uns in der Firma. Wie siehst du den Erfolg von Ahorn? Warum sind die Leute so happy? Preis-Leistung, ne? Wenn man mal vergleicht mit Bewerber, kriegen sie schon sehr viel geboten fürs Geld und haben einfach ein Top-Produkt. Was ist das für ein Ding hier? Gut, das war vom Bekannten von mir, der hat gesagt, komm, wir bräuchten so einen Automaten, da haben die Kunden die Möglichkeit, sich mal einen oder anderen Snack zu gönnen. Wie gemein, oder auch ein anderes Zuckergetränk. Ja. Aber die Preise sind human. Und ja, absolut, in der Regel zahle ich was rein, dass es auch wiederum passt. Ja. Das Ding ist ja geil. Guck mal, hier oben drauf, da ist original der Lavazza drin. Genau. Wer sich auskennt, der kostet auch in der Gastro-Version richtig was. Ja. Also guter Kaffee, oder? Absolut, ja. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Und du hast eine ganz tolle Kaffeemaschine, ja. Mhm. Denn du kannst es auch bedienen. Wenn du mir mal zeigst, was ist das Special an so einer Kaffeemaschine? Was ist der Trick? Du bist ja wahrscheinlich auch Barista, oder? Ja. Das ist der Trick. Soll ich einen machen? Oder? Ja, mach mal einen. Ich mach mal einen. Die Kollegin lacht gerade. Aber so eine Siebträgermaschine ist gar nicht so easy. Was machst du jetzt? Jetzt erstmal wieder reinigen den Kopf, dass da alles in Ordnung ist, dass keine Rückstände sind mit heißem Wasser. Okay. Und dann drücke ich einmal auf den einfachen Espresso. Geht automatisch. Ja, genau. Mit der Mühle. So. Und ich sehe schon, du hast es schon mal gemacht. Ja. Das eine oder andere. Und jetzt hast du jetzt gemacht? Jetzt habe ich es fixiert, dass es schön in die Öffnung hier reinkommt und dann läuft es auch gleich. Du. Ganz wichtig ist die Crema-Konsistenz. Was heißt das? Das heißt, ein kleiner Trick, also wenn man Espresso bekommt und macht Zucker rein, sollte das immer erstmal auf dem Espresso drauf liegen und dann erst runtersacken nach ein paar Sekunden und dann spricht das für die Crema und auch für die Qualität. Italiener trinken den immer mit Zucker, habe ich gesehen. Ja. Warum? Gute Frage, wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich ein Red Bull, weil das Zucker drin ist. Es ist sehr gefälscht, das ist ähnlich wie eine Currywurst, dann merkt man die Wurst nicht mehr, aber sollte jeder machen, wie er möchte. So, und der dauert ein bisschen. Das ist eine gute Maschine, die ist sackschwer. Also ich weiß nur, wenn du die versuchst hochzuheben. Also klauen ist ein bisschen schwierig hier. Wird auch mit Starkstrom betrieben und hat einen festen Wasseranschluss. Ja. Da ist ordentlich Druck auf der. Kenne ich nämlich von den Raststätten in Italien. Die Wohnmobile, die ihr habt, wo werden die gefertigt? In Poggibonsi bei Florenz. Deswegen auch die Maschine, nehme ich an. Oder? Sollte so sein, ja. Sollte irgendwo passen, ja. Oft in Italien, so hat der Qualitätskontrolle. Ihr kauft nicht das Ente-Wohnmobil aus dem Katalog, was 9 andere bauen,
sondern ihr habt die komplett selbst entwickelt, habt die eingedeutscht, was glaube ich auch ganz wichtig ist. Mhm, absolut. Gönnen dir. Haben praktisch so die Bedürfnisse und Wünsche von unseren deutschen Kunden oder europäischen Kunden übernommen. Ja. Und so lassen wir fertigen. Ihr verkauft die nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Genau, absolut. Wir haben in Polen, wir sind in Österreich, wir sind in der Schweiz aufgestellt. Ja. Das ist so. Voll integrierte habt ihr nicht? Nein, wir haben uns absolut auf Alkoven oder Teilintegrierte spezialisiert, ja, und auf Renault-Basis. So, komm mal mit. Als ihr angefangen hattet, ich werde ihn gleich mal... Ich trinke ihn jetzt. Komm, ich mach den mal weg. Nichts verschwenden, ne? Ist der... ja, schön ist hier... Warte mal, ich trinke mal aus. Mhm. Mhm. Ich hoffe, der schmeckt auch. Das heißt, du bist auch selbst Vater, Family-Vater? Ja. Wie genau so? Eine Tochter, ist jetzt nur 9 Monate alt. Camping ist ein Mega-Thema, wenn du unterwegs bist, oder? Absolut, ja, natürlich. Klar. Warum? Warum? Weil einfach Natur, was immer wichtiger wird, meines Erachtens. Und das ideale Fahrzeug zum Reisen mit Kiddies und die können ihren Spaß haben und wenn es mal nicht gefällt, können sie weiterfahren. Ja, bei euch die Zentrale in, wo seid ihr, in Speyer? Ne? Speyer, ja. Speyer ist ja schon nicht schlecht, das Showroom, aber hier ist alles noch mal ein bisschen wärmer. Also ein Speyer, der ist, glaube ich, nicht beheizt oder nur rudimentär. Ja, das stimmt. Ja, ist schon, also wir haben schon hier ein Wahnsinns-Showroom, definitiv. Euer Van ist ein Hammer, nur 5,50 Meter. Mhm. Den kann man auch im Alltag verwenden, oder? Absolut, ja. Hat eine super Größe, ist unter 6 Meter mit 5,50 Meter, ideal. Ja, das ist ein Burner. Ich merke das immer in den Abrufzahlen. Ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Coole ist, dass beim Renault selbst die kleine Maschine das gleiche Drehmoment hat wie der große. Mhm. Das heißt, man muss gar nicht den großen haben. Was ist dein Tipp? Warum den großen? Gut, also wir haben ja standardmäßig 145 PS, der große wäre 165 PS, ist trotzdem der gleiche Motor mit 2,3 Litern. Genau der gleiche. Mhm. Gut. Das ist Software meistens, oder? Ja. Dass man das sieht. Also das heißt, man kann das Ganze erwerben für 63.200. Was ist ein gut ausgestatteter? Kriegt man für 70 was? Gebraucht, 2-3 Jahre alt müsste das hinkommen, je nach Ausstattung, also Zusatzausstattung. Also jetzt, der ist jetzt neu, der hier steht? Ja, der ist niegelnagelneu. Okay. So, das heißt, der kostet jetzt, wie er hier steht, 80.822 Euro. Ausstattung ist schon immer relativ voll und ihr habt ja nicht die günstigen Sachen eingebaut. Oft habt ihr gerade beim Thema Fenster euch wirklich bemüht. Polyvision-Rahmenfenster, genau. Die nicht aufbauen. Genau. Seitenwände GFK? Ja, voll. Dach und auch Unterboden. Habt ihr Sandwich oder Holzständer? Was habt ihr? Holzständer. Sehr gut. Ja. Okay, das heißt also, die Fahrzeuge habt ihr in der härtesten Klasse im Einsatz, in der Vermietung. Mhm. Und zwar nicht nur eins, sondern ich glaube hier in Frankfurt habt ihr Hunderte, oder? Hunderte. Wir hatten mal zu Spitzenzeiten 110. Dieses Jahr haben wir knapp 70 Fahrzeuge in der Vermietung. Ja, ist schon unser Steckenpferd. Halten ihr es durch? Ja, absolut. Also ich muss sagen, das Wichtigste ist der erste Check-up, ja, wo wir auch sehr viel Werte hier legen, gerade bevor die Auslieferung stattfindet. Und wenn die einmal intakt sind, dann ist alles super. Wenn ich jetzt einen bestelle, wie lange muss ich dann warten? Je nach Modell, aber wir haben tatsächlich die ein oder anderen Modelle relativ zeitnah verfügbar. Guck mal hier rein, wenn du hier durchschaust, wie groß. Guck mal durch mein Display. Das ist doch Wahnsinn, oder? Okay, ja. Und es ist noch nicht mal Weitwinkel, oder? Ja, doch. Doch. 10 mm. Okay. So, Kanada TE Plus. Kanada, ja. Dieselheizung? Nein, nur Alaska, der Alaska. Oder? Genau, nur der Alaska. So, aber sind das jetzt Fahrzeuge für Leute, die 365 Tage drin wohnen? Habt ihr die auch, die Kunden? Die also wirklich nach Spanien fahren? Oder? Tatsächlich haben wir die, ja. Aber wie gesagt, dann tendiere ich eher zum Alaska, einfach wegen der Dieselheizung. Allerdings ist auch beim Kanada TE die Möglichkeit, eine Stromheizung, also eine Truma 6E, zu optional zu erwerben und ja, dann kann man auch deutlich länger autark stehen beziehungsweise dann ständig am Strom über die Heizung dann heizen. So, ein Vorteil von dem Fahrzeug ist die ganz geringe Sicht oder ich sag mal der ganz geringe Abstand nach vorne. Du hast einen unglaublich tollen Überblick, oder? Ja, absolut. Also man merkt auch wirklich keinen Unterschied. Beim Fahren merkt man natürlich ein bisschen Überhang. Aber sonst von den Umschaumöglichkeiten ist es egal, ob sie einen 640er bei uns haben oder einen Kanada mit 7,48 Meter.
Der Alkoven ist tot. Lebe der Alkoven. Ihr verkauft Alkoven ohne Ende. Ja. Es ist ein perfektes Familienfahrzeug. Absolut. Einmal die Stehe innen drin. Und wenn man mal nicht den Alkoven nutzt, kann man das natürlich auch super als Ablagefläche nutzen. Also ich bin ein sehr großer Fan, gerade mit Kiddies. Was den Alkoven angeht. Ja. Jedes Auto werden wir heute noch filmen. Du freust dich schon drauf, hast gesagt, Mensch, ja, habe ich heute eingeplant, absolut. Nee, ich werde heute Abend wieder fahren. Ja, das ist okay. So Kanada AD, das AD steht für? Alkoven und dann hinten das Doppelbett bzw. Querbett. Ihr habt einen mega Grundriss, ihr habt hinten auch ein Querbett, den habe ich mal gefilmt, mit einer unglaublichen Stehhöhe drin. Was ist das nochmal für einer gewesen, der hinten das Querbett hatte? Ich glaube, ein Alkoven mit Querbett hinten. Wo ich das Gefühl hatte, der Raum hört gar nicht mehr auf. Stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Der hat so eine, wenn du hinten reinkommst, so eine Liegewiese, die ganz tief ist. Wo du TU? Nee. TU kann sein, nee, ja. Nee, T wäre ja ein teilintegrierter. Da kann aber sein, dass es der ist. Also okay. Mich hat einer ziemlich angeflecht, wo du so ein ganz tiefes Bett hast, wo du so, ich sag mal, ohne dich irgendwie zu bücken, zu mühen, da irgendwie reinkommst. Und Küche war linke Seite, Bad war rechte Seite, aber wir können gleich mal gucken. Ihr habt viele Grundrisse. Wie gehst du da vor, wenn einer unentschieden ist? Ja, erstmal auf die Bedürfnisse. Das heißt, der Kunde hat ja in der Regel seine klaren Vorstellungen. Erstmal mit wie vielen Personen er reisen möchte. Und dann gehen wir individuell auf die Wünsche ein. Und dann kriegen wir in der Regel relativ zeitnah das richtige Modell für den Kunden raus. Die Vans, großes Thema im Moment. Das ist so, das ist eine ganz spezielle Klientel, die kleinen Vans kaufen, weil viele ja hier reinkommen und sagen, ja, für das Geld kriege ich ja schon großen. Aber da geht es ja nicht drum. Ja, auch viele nutzen es halt für den Alltag. Ne? Also wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, sich ein zweites Wohnmobil bzw. ein zweites Fahrzeug anzuschaffen und das alltäglich zu nutzen, ist gar kein Problem. Daher ein Riesenvorteil. So, und das sind jetzt keine Alkoven. Ihr habt ein neues Design entwickelt, das sehr, sehr schick daherkommt. Die meisten Teile sind crash-erprobt. Das heißt, es kann ja mal sein, ich bleibe irgendwo hängen. Ihr habt ganz viele Bauteile separiert, ja, damit man die einzeln tauschen kann. Absolut, ja. Also einmal die Seitenschürzen, die Bumper für hinten, die Heckschürzen, ja. Das kommt so ein bisschen aus der Vermietung. Da kann ja immer mal was passieren. Ja, wir haben auch immer genug auf Vorrat, muss ich dazu sagen. Die kosten auch nicht die Welt. Also du hast mir gesagt, wenn man hier hinten mal den hier trifft, und da werden jetzt keine paar tausend, das ist ja so ein typischer neuralgischer Punkt, wo man schon mal hängen bleiben kann. Der Klassiker, genau. Ja. Ja. Dann hinten auch die Stoßstange, die ist separiert. Dann auch Heck, Dach, alles GFK. Absolut, ja. Voll GFK. Habt ihr Schwierigkeiten, Dichtigkeit in der Masse? Nein, absolut nicht. Nein. Also wenn die ordentlich gewartet werden und jedes Jahr einmal zur Dichtigkeitsprüfung kommen, dass wir genau, wenn was wäre, gleich vorbeugen können. Das ist absolut handelbar und absolut super. Die Kleber sind ja dauerelastig. Man sollte die Dichtigkeitsprüfung auch bei älteren Fahrzeugen durchführen. Absolut, gell? Absolut, gerade, ja. Dass man nochmal die Rahmen durchgeht und einfach auch dementsprechend nochmal silikoniert, ja. Kauft ihr Gebrauchte an, wenn einer sagt? Sehr, sehr gerne sogar. Sehr, sehr gerne. Warum? Ja, dadurch, dass wir einfach ein breit gefächertes Spektrum an den Beträgen haben. Sprich, dass jemand auch ein Fahrzeug für 50.000 Euro erwerben kann und nicht für 70 plus. Dann ist ja so, früher war es ja so, das Thema Upgrading, Upselling war kein Problem für dich, denn die Finanzierung war recht günstig. Mhm. Ihr habt immer noch über die Santander die Möglichkeit, eine Garantie mit einzuschließen, die ich normal extra bezahlen müsste. Klär mich mal auf. Ja, wir haben bei der Consors zum Beispiel haben wir noch dazu einen Schutz, dass man auf weitere Jahre verlängern kann. Consors was? Bei der Consors finanziell. Okay. Und ja, wird sehr oft genutzt. Und ich glaube, mindestens 10.000 Euro muss man finanzieren. Genau. Und dann kriegt man was. Finanzierung bekommt und hat dann die Möglichkeit, die Garantieverlängerung nochmal on top zu machen. Für alles, so, oder? Oder ja, nur fürs Fahrgestell? Nein, für alles. Komplett. Alles. Herd, alles drin. Alles dabei. Heizung. Alle Elektro, alles dabei. So, was ist das für ein Grundriss hier? Eine coole Tür? Ja, das ist unser 640er. Ist ein Raumwunder, hat einen riesen Bart dabei und hat eine Face-to-Face-Sitzgruppe. Ja, ist das der mit dem Kleiderschrank, dem begehbaren, quasi? Genau, ja. Wenn man rechts und links die Dusche weglässt. Ja. Die Dusche weglässt. Das ist der mit der Dusche, auf der, wenn du reinkommst, rechts, gell? Ja, die, genau. Da ist separierte Dusche. Genau. Das ist wirklich ein Raumwunder für die Länge, Wahnsinn. Hast du dich schon schlau gemacht, 4,25 oder ist das noch im Unklaren, was da kommen wird oder ob was kommt? Ja, wir hoffen drauf. Ne? Also die ersten Gesetzesentwürfe sind ja wohl entschieden und wir hoffen alle drauf, weil es einfach sinnig ist. Mhm. Ja. Das heißt, dann kann jemand mit dem B-Führerschein dann auch wirklich 4,25 Tonnen fahren. Wir werden sehen, genau, was da passiert. Ich warte ja auch drauf, dann darf ich endlich in Deutschland wieder einen Führerschein machen. Das steht nämlich da drin.
dass man, wenn man im Ausland lebt, in dem Land, wo man einen Pass hat, nämlich auch einen Führerschein machen darf. Ah, okay. Das darf man ja jetzt nicht. Die Garage ist relativ klein, du sagst aber, zwei E-Bikes gehen rein, oder? Ja, absolut. Lenker quer machen? Dann passt das, ja. Dann passt das. Auch die Höhe ist gut. Die oder alternativ natürlich einen Techlift bieten waren oder einen Fahrradträger. Sehr schön. Sag mir mal was zu den Türen. Ihr verwendet die Ausschnitte weiter, die hier rausgeschnitten werden, oder? Ja, absolut. So, das heißt, ihr habt Doppeldichtung? Ja. Super Verschluss, alles auch noch separat abschließbar. Die werden beigezogen, zeig mir das mal. Da geht es ja auch ums Thema Klappern und Zuverlässigkeit, dass wenn sie geschlossen sind. Was ich aber am geilsten finde, ist, du siehst immer, wenn sie wirklich zu sind. Ja, also man merkt es gerade nochmal, dass der Druckpunkt dann ist und dass es dann wirklich anliegt. Ja, und dann einfach ganz easy zu öffnen. Und auch nochmal hier mit Magnetverschluss. Das, wenn du aufmachst. Die ziehen sich dann richtig zu. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, dass die ganz feste anliegen, weil du hast ja manchmal sowas drin, dann denkst du dir, ist die wirklich zu auf der Fahrt? Also die geht nicht auf von selbst? Nein, absolut nicht. Wenn sie dann richtig zugemacht ist, dann nicht, nein. Sehr schön. So, komm, wir zeigen mal, geh mal ein Stückchen weiter, denn du willst ja heute noch nach Hause zu deiner Familie irgendwie kommen. Ja, heute schöner Tag, die Ruhe vor dem Sturm. Das Wetter hat noch nicht so 100% mitgespielt, oder? Nee, absolut noch nicht. Ja, wir hatten jetzt das letzte Wochenende so eine Art Hausmesse, die Ahorn Days. Und da hatten wir was zum Glück, sehr viel Glück. Was war die voll? Angeht. Ja, war sehr, sehr gut besucht. Das verkauft? Ja, den einen oder anderen, ja. Es ist ja einfach. Ihr seid ja im Moment, ich glaube, ihr habt noch kein Modell über 100, egal wie voll den machst, oder? Nein, nein, nein. Also Alaska, ja, je nach Ausstattung kommt es so an die 90, 95, aber das ist dann auch das Maximal, ich sag mal so, Durchschnitt sind wir bei 65 bis 75. Habt ihr eine Werkstatt hier? Ja. Darf man die sehen? Natürlich. Ich zeig mal gerade, hier vorne ist ein 660 Plus. Ich glaube, das ist auch ein Bestseller, der 660, oder? Plus. Ja, gerade mit der schönen Doppeldinette ist natürlich ein Traumgrundriss. Man hat gleich ein offenes, warmes Gefühl. Ist ein sehr, sehr schönes Fahrzeug und hat die größte und die höchste Dusche drin. Also auch für die Großgewachsenen. Überragender Grundriss. Das ist ja auch ein Thema. Leute werden immer größer. Das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt. Mein Sohn jetzt schon 1,60 Meter mit 10. Ich krieg Angst. Mit 11 hast du 11? Nee, der wird 11 am 6. Juni. Okay. Am 5. Juni wird er 11. Okay. Okay. Und, aber ich sag schon 11. Weil, okay. Ja, aber du hast gut zugehört. Das ja. Was kann ich denn bei euch nachrüsten lassen? Alles. Alles wirklich vom Autark-Paket bis zum Safe, bis ja, wirklich alles zur Navigation. Ja, wir haben wirklich alles. So, Solar wird aufgenommen? Absolut, ja. Thema Zuladung ist natürlich ein Thema. Kann man die auflasten, die Ahorns? Ja, wir können jeweils auf 4 Tonnen gehen mit einer Goldschmieden-Luftfederung. Wird dann nachgetragen und kann jederzeit auch wieder umgetragen werden auf 3,5 Tonnen. Was ist das? Level Control. Level Control. Was kann man weiß, wie viel Gas noch drin ist und das kann man sich dann innen drin anzeigen lassen. Gibt es auch eine App dafür. Übers Handy dann? Genau. Wie voll die Flasche noch ist. Keine Überraschung im Winterurlaub. Ja, genau. Schon. So, komm, lass uns mal reingehen. Geht's hier in die Werkstatt? Ja, also hier ist auch unser Werkstattbereich, unsere Annahme. Und dann kommen hier die heiligen Hallen. Wow, wie lange seid ihr schon hier? 2018. Das ist noch gar nicht so lang, oder? Ja, für den einen ist es lang, für den anderen ist es kurz. Fünf Jahre. Die Werkstatt ist aber ja größer als der Showroom, oder? Ja, wenn ich mal gerade zeigen darf. Also vor 5 Jahren bin ich genau hier angefangen, sondern... Warte, ich komme. Du riechst gut. Was ist denn das für ein Parfüm? Kann ich dir gleich sagen. Ich habe gestern ein Foto gemacht, weil ich so oft angesprochen worden bin, was es ist. Kann ich dir aber gleich nochmal präsentieren. Danke. Da habt ihr angefangen? Da haben wir angefangen. Ja. In den Mülltonnen, oder? Ja, hinten dran, in dem Pavillon. Und ohne Witz, das ist so ein Gebrauchtwagen-Verkaufspavillon. Da habt ihr angefangen? Ja, da ging es los und dann hatten wir am Anfang erstmal die Überlegung, praktisch mit der Vermietung zu starten. Und dann hatten wir praktisch 600 Quadratmeter, ja. Und dann ist nach 4 Monaten haben wir dann den Showroom praktisch angemietet, ja. Und dann ging es so sukzessive weiter. Das ist ja geil, das kenne ich, das sind so... EC-Automaten sind so drin. Ja, die Toilette, ja, also wir hatten auch keine Toilette drin. Das heißt, wir mussten immer drüben bei den Nachbarn praktisch klingeln. Ja, war eine heiße und spannende Phase. Aber du bist ja Gründungsmitglied hier in Frankfurt. Ja, ja. Zusammen. Was hat dich denn bewogen, zu Ahorn zu gehen? Du könntest ja mit deinen Skills, du hast ganz lange Immobilien gemacht, bist da echter Profi drin. 12 Jahre lang, ja. Ich bin
ja, von Natur aus Verkäufer und ich fand es einfach toll, dass man immer auf ein Produkt zugreifen konnte. Bei den Immobilien, das war dann immer projektbezogen und dass man jeden Tag einen verkaufen kann oder auch mehrere, das ja, hat mich... Ganz oft hast du ja so, gemacht, du verkaufst so deine Immobilien und dann platzt die Finanzierung. Ja, das kann allerdings auch hier passieren. Ja, aber das ist schon schön, weil man holt die Leute einfach mit Emotionen ab und das macht mir extrem viel Spaß und wie gesagt, haben ein tolles Produkt und dadurch ist es eine runde Nummer. Boah, ist das eine fette Halle, die ist ja riesig und die Polizei ist hier nebenan, sehe ich gerade. Ja. Unser Freund und Helfer. Ja, ja. Die sind jetzt, ja, die lassen ihre Fahrzeuge hier warten. Sieht aber gefährlich aus. Also hier würde ich jetzt erstmal nicht einbrechen. Gut, ne? Ja, vorne ist ein Harley-Händler. Das ist, ihr seid ein bisschen versteckt hier. Triumph ist das, ne? Genau. Die Firma Mello, ja. Die ist ziemlich bekannt, glaube ich, auch hier von den Frankfurtern. Aber was ist das Einzugsgebiet? Was habt ihr in Frankfurt? Ja, eigentlich alles, ne? Von Darmstadt, Wiesbaden, Mainz geht es eigentlich bis zum Taunus. Franken auch? Wir haben eigentlich überall, sogar aus Hamburg, Berlin. Die nächsten sind in Mülheim, glaube ich, und in Speyer. Ja, eher Speyer. Speyer sind 120 Kilometer von hier, Mülheim und Ruhr über 200. Ja. Ist das eine geile Halle? Ist gut, ne? Die ist so hoch. Ja, das stimmt. Aber der hatte schon ein paar Autos, der Autohändler, der früher hier drin war, oder? Ja, absolut, absolut. Aber ich glaube, der hatte den Bereich hier anders genutzt gehabt. Ist die geil, die würde ich sofort nehmen. Ja, wir können über alles sprechen. Aber das Coole ist ja, man braucht ja für so Reisemobile viel Platz. Ja, absolut. Brauchst breite Einfahrten, damit du nichts kaputt machst. Ja. Absolut, also es ist schon ideal und wir haben die Möglichkeit, bis zu 30 Fahrzeuge hier zur gleichen Zeit zu bedienen. 30? Ja, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Ihr habt unglaublich investiert in Service. Ja. Ein Thema Prozessabwicklung war ein Thema, mhm. Telefonische Erreichbarkeit auch für Händler. Mhm. Ihr wurdet ja überrannt vor 2-3 Jahren, musstet dann gezwungenermaßen als Verkäufer ordentlich aufgestockt werden, weil natürlich wir sind ein Fan, dass das wirklich hier alles angeboten wird und da gehört natürlich auch dazu, wenn mal Probleme da sind, dass wir auch kurzfristige Termine zur Verfügung stellen. Da arbeiten wir stetig in Frankfurt dran und ja. Kurzfristige Termine, ein Fremdwort bei vielen Händlern, die dann sagen, ja. Ja, aber ich sag mal so, für mich ist es das beste Marketing der Kunde selber. Also wir haben sehr viele Kunden, die Wiederholungstäter bei uns im Hause sind oder das dann auch natürlich an die Freunde und Bekannte weitertragen. Und wenn der Service einfach passt, stimmt auch die Verkaufszahlen meines Erachtens. So, und der wird das gewienert. Geht der in die Auslieferung oder ist das ein Vermieter? Gute Frage. Also Vermietung ist es nicht, sonst hätten wir A und Rent schon drauf. Aber ich denke mal, dass es eine Auslieferung ist. Ja, gewienert, fertig gemacht. Silikoniert. Ja. Kannst du das noch nachvollziehen, wenn die Leute die Wohnmobile in Empfang nehmen? Dieses Gefühl, dieses Herzklopfen? Mega. Ja, ich finde es immer schön, weil automatisch wird assoziiert ja, Urlaub und Glücksgefühle und Erinnerungen, darum geht es, glaube ich, im Leben. Ja, und bin ein sehr großer Fan davon. Amerika, da fahren jetzt nach Kanada im Sommer, machen eine Autotour mit Hotel, wird ziemlich cool, weil... ein Wohnmobil durch Kanada wollte ich dann auch nicht, weil... Ist ja eigentlich prädestiniert, ne? Eigentlich also, schon, aber meine Frau wollte nicht. Okay. Sie wollte jeden Abend... Das geht ja alles über Kompromisse, ne, im Leben. Happy wife, happy life. Ja, absolut. Ist so. Ist nicht jeder ist fürs Camping geeignet, oder? Das lernen Leute beim Mieten fest, oder? Ja, ich sag mal so, man sollte ein bisschen Fingerspitzen, beziehungsweise ein bisschen Affinität zum Schrauben haben. Also ein bisschen Sachverständnis bzw. auch eine Möglichkeit haben, mal eine Schraube festzuziehen. Und dann hat man wirklich auch dementsprechend keine Probleme. Ja, denn es kann immer mal was passieren. Keine zwei linken Hände. Es ist quasi ein Haus auf Rädern. Ja. Machst du selber schon mal Camping? Ja. Aber aktuell, ich bin auch mal froh, wenn ich sie ehrlicherweise nicht sehe. Aber geht mir ähnlich, also muss ich sagen. Ich benutze sie ja teilweise für Drehreisen und man ist ja doch sehr beschäftigt. Also ja. Leute fragen mich immer, du bist doch der totale Camping-Fan, sage ich, naja, wenn du 1000 Videos im Jahr drehst, dann bist du nicht zwingend, dann willst du auch mal einen Pauschalurlaub in der Türkei haben. Ja, einfach mal nichts machen, ist auch mal ganz schön und ich kann aktuell auch leider oder die Jahre keine 2-3 Wochen am Stück nehmen, wo es sich dann wirklich auch lohnen will. Aber auf jeden Fall steht Schweden, eine Tour in Skandinavien bei mir auf der To-Do-Liste, die ich mit dem Wohnmobil, natürlich mit dem Ahorn machen möchte. Urlaub ist absolut verbindend für Beziehungen. Das ist das, was mir immer wieder die Leute berichten, die sagen, wenn man zusammen als Pärchen auf Reisen geht, dann erlebt man sehr, sehr viel. Und man merkt auch, ob es funktioniert oder nicht. Für die Beziehung? Ja, natürlich. Sag doch sowas nicht. Das ist das, was die Frauen nicht hören wollen. Aber ja gut, aber es kann ja auch mal andersrum sein, dass die Frau sagt, es passt nicht. Ne?
Ja, kann passieren. Kann aber in alle Richtungen gehen. Aber wenn es auf, ich sag mal, 10 Quadratmetern passt, dann passt es ja auch fürs Leben. Absolut, ja, ja, absolut. Weise Worte, weise Worte. Sag mal, sind die wintertauglich, die meisten? Ja, absolut. Wir haben Frostwächter dabei, die Heizung hat 4 kW, die Truma, da ist alles top. Und, Tanks kann man beheizen? Ja, Abwassertankheizung gibt es optional, ja, ist alles kein Problem. Kann man nachrüsten? Ja, alles. Geht alles. Ja, ja. Wir haben auch eine Flotte, eine Vermietflotte in Skandinavien, also sogar da funktioniert es alles gut. So, was macht der Kollege? Fragen wir ihn doch mal, oder? Hallo, guten Morgen. Da darf ich dich mal kurz fragen, was du machst da? Ich bin der Schreiner Jens von Aaron und hier wird eine neue Deckenverkleidung gemacht im Fahrzeug, weil da musste was ausgetauscht werden. Ja, genau, sehr das schön, ist das Schmuckstück, genau. So, du hast Schreiner gelernt, nehme ich an? Ich habe Möbelschreiner, habe ich gelernt, genau. Was ist das Schöne hier bei Aaron? Warum arbeitest du gerne hier? Abwechslungsreich. Abwechslungsreich? Ja, einfach von allen Bereichen immer mal wieder was Neues und viel Kundenkontakt. Also hast du auch ein bisschen Trinkgeld schon mal? Natürlich. Okay. Nee, aber das ist ja auch wichtig, dass man die Wertschätzung ein bisschen live mitkriegt, oder? Ja, definitiv. Also es ist ein Geben und Nehmen und so soll es eigentlich in einer gesunden Firma eigentlich sein. Sag mal, aus Schreinersicht, sind die gut reparabel, auch vom Möbelbau? Ja, also grundsätzlich machbar ist alles. Das ist das, was ich persönlich gelernt habe in meinem Beruf. Man muss halt immer abwägen, auch wenn ich Schreiner bin, ob man halt mit anderen Komponenten, vielleicht Kunststoff oder Metall oder sowas arbeitet, wobei Kunststoff eher dann interessant ist, gerade beim Wohnmobilbereich. Also es ist so, das heißt, du bist da offen? Ich bin grundsätzlich offen für pragmatisch. Flexibel. Flexibel. Ja. Zeiten, du bist doch hier da auch am Wochenende, Samstag schon mal, oder? Ich bin auch am Samstag schon mal da, ja. Je nachdem, wie viel Auftragslage einfach da ist und ja, dass dann einfach die Fahrzeuge fertig gemacht werden können. Du hast ihn nicht gebrieft, oder? Dass er das gesagt hat? Nee. Aber du siehst ja auch, der macht einfach weiter, ne? Also das ist, wenn er mal sagt, jetzt hier 2 Minuten für die Kamera offen, das ist eine geile Arbeitseinstellung. Also, ich aber Jens, wir sind sehr happy, dass wir ihn haben. Einen gelernten Schreiner zu haben, ist die halbe Miete, sag ich mal. Und er ist wirklich vom Fach. Ja, du brauchst ja beim Wohnmobil auch die entsprechenden Allrounder oft. Also es ist ja nicht nur Schreinertätigkeit, sondern da ist auch mal was an der Heizung und so. Das ist auch dein Metier? Du bist Handwerker? Ich bin Handwerker durch und durch, bin aber ganz klar und sage im Holzbereich, aber bin sehr lernwillig und bereit. Und die Kollegen sind so cool hier. Es macht echt einen Heiden Spaß und ich habe schon viel lernen dürfen in allen Bereichen noch jetzt in der Zeit. Und das heißt, also wenn man den Schaden auch merkt, bitte, ihr habt da Anweisungen. Schnell agieren, natürlich. Schnell agieren, nicht stehen lassen. Zum Teil, genau. Super. Ja, wo wir da sind. Das Wichtigste ist, glaube ich, wenn mal was passiert, ist ja gar nicht schlimm. Man muss es auch beheben können und da habt ihr nachgerüstet. Absolut, absolut. Ja, es liegt ja uns auch am Herzen. Ja, es gibt ja sowieso eine 5-Jahre-Garantie auf die Dichtigkeit. Und wenn mal was ist, ist es eine Klappe in der Regel. Ja, und wie gesagt, wenn es dann nicht richtig abgedichtet worden ist, kann das passieren. Aber sonst passt das. Gut, also eher selten. Ja, absolut, ja. So, die, ich sag mal, Stabilität ist ja ein großes Thema. Thema Fahrsicherheit. Mittlerweile, du hast hier ein Fahrerhaus nach neuesten Crashnormen. Die Teilintegrierten sind ja vorne in dem Bereich einfach stabiler. Absolut. Gerade wenn man sich im Zuge mal einen Vollintegrierten mal anschaut, wenn das mal zum Crash kommt, ja, da wäre ich happy, in Alkoven bzw. in Teilintegrierten so drin zu sitzen. So, das ist vielleicht auch nochmal ein Grund. Ja, Aaron, im Jahr 2023, der große Boom der letzten 2 Jahre, wie hast du es überlebt? Ja, war anstrengend, aber dadurch geht der Tag auch schneller rum. Aber nee, wir waren schon sehr happy und dass einfach das Camping wieder ein bisschen Glamour gefunden hat, beziehungsweise auch ein Trend geworden ist. Ja. Das sind die Bauteile. Genau, also wir haben, das war jetzt kein Spruch, wir haben immer was auf Lager, was auch ganz wichtig ist, gerade bei unserer Vermietflotte, da kann immer der ein oder andere Schaden nochmal entstehen. Ja. Ältere Fahrzeuge habt ihr auch, die Ersatzteile für ältere? Absolut, ja, ja, ja. Das hier ist eine Stoßstange. Ja, das sind Stoßstangen, Seitenteile. Da sieht man auch mal, wie viele einzelne Teile und Komponenten das sind. Ne? Also, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass es wirklich in mehreren Teilen aufgebaut ist und dass nicht immer alles ausgetauscht werden muss. So, Stromkabel, die Kaffeesahne. Ah ne, hier vorne ist... Ach, das ist eine Durchführungsdose. Okay, für nach oben. So, und da vorne hast du Solarverbinder. Also, Victron, bisschen Solarregler.
und so weiter. Ja, ich danke dir herzlich, wenn man euch besuchen möchte. Ja. Welcher Tag, ist jeder Tag gut? Jeder Tag ist gut. Samstag auch? Samstag auch und Sonntag auf Termin. Sonntag auf Termin, was heißt das? Ich rufe an. Sie rufen an, machen einen festen Termin und wenn es nur der Sonntag geht, dann sind wir auch gerne für Sie dann da. Sehr schön. Ja, also damit wollen wir das Video beenden mit, was nehmen wir denn hier? Mobile Wi-Fi Hotspot 150 Mbit oder wir nehmen den Karatec Flex TV-Halter. Vielen Dank. Karatec, Ahorn Camp. Ahorn Camp Frankfurt, ja. In Dietzenbach, in der Justus von Liebigstraße 24 bis 26. Ja, was ich gemacht habe bei Google, einfach Ahorn Frankfurt eingegeben oder Ahorn Camp Frankfurt, ging direkt, ja. Danke, tschüss.